Zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 288. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Und wir nehmen erstmal die 75 Millionen mit. Das geht komplett ins Postfach, weil wir ja schon volles Lager hatten. Dann ist Unizan auch zurück. Hier haben wir noch den Alpha-Schatten. Ein neuer Drache für uns erstmal. Finde ich auch sehr nice. Sieht auch ganz in Ordnung aus eigentlich. Und er sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus, wenn er dann auf Titan ist. Glaube ich jedenfalls. Und vor allen Dingen ist er extrem riesig. So, dann, was ich euch noch zeigen muss, und zwar den Kollegen hier hinten, frisch gezogen heute. Aus dem Gratis-Paket habe ich ihn bekommen. Yep. Ja, habe ich deswegen das hinten gestellt. Erstmal, es ist. Ich weiß auch nicht, warum ich sowas aus dem Gratis-Paket ziehe, wenn ich gerade kein Video aufnehme, sondern einfach nur gerade ein Gratis-Paket öffne. Das ist einfach blöd. Aber naja, gut. Kann ich ohne ändern. Ist leider so. Ich hätte es ja gerne im Video gemacht, aber da ging es ja leider nicht. So, ins Training kannst du jetzt nicht, genau, weil hier alles voll ist, was gerade eine blöde Idee war. Aber der eine Kollege braucht ja nur 15 Minuten, deswegen bleibst du erstmal zurück. Hier holen wir uns noch das nächste Ei. Schaffen wir auf jeden Fall, sollten wir auf jeden Fall schaffen, jeden Fall. Ja, wieso habe ich gerade dreimal jeden Fall gesagt, ey. Egal, gut. Wir drehen hier einmal am Glücksrad. Mal sehen, vielleicht wird er endlich Titan, aber es sieht schlecht aus. Sogar sehr schlecht. Schade, schade, aber na gut. Gehst du wieder los? Dann kann ich hier nochmal Holz einsammeln und hier auch. Sehr schön. Du kannst wieder gefüttert werden. 1, 2 und 3. Und jetzt brauchst du natürlich noch einmal. Du musst ja wieder mehr kriegen jetzt. So. Dann bist du Level 79. Nachtterror. Ja gut, kannst du machen. Irgendwann mal. Erstmal gehst du dann ins Training. Deswegen bleibst du jetzt erstmal zu Hause. Wobei, du könntest derweil den schrecklichen Schrecken suchen. Einfach nur vielleicht für irgendwie ein paar Sammlungsstücke oder was wir so brauchen. Ich meine, Sammlungsstücke wären dabei auf jeden Fall. Für das hier jetzt nicht, sondern eher, ich weiß nicht, für das hier. Nee, das letzte. Ja, hier. Oder? Nee, oh nee, gut. Ja, egal. Irgendwas wird er schon finden. Am Ende sind es Runen. Runen sind immer schön, kann man immer gut mitnehmen. Ich meine, wir brauchen jetzt ungefähr noch 1100 Runen. Dann bekommen wir, also können wir uns Muffel holen, deswegen. Wäre ja auch ganz gut, deswegen schauen wir mal, wie das so wird. So, einmal gehen wir hier weiter und gratis, dann Kotz und Wirk. Guti, gratis und Fleischklops haben wir auch noch. Können wir einmal am Glücksrad drehen und dann werden wir sehen, was wir rausbekommen. Es ist eine Rune oder 2, 3, 4, keine Ahnung. So, nehmen wir erstmal mit. Einsammeln. Los geht's. Dann haben wir noch unsere legendären Drachen, die sind auch wieder da. Können wieder los. So, du auch noch. Einsammeln und los. Holz muss ich so erstmal behalten, muss ich mir jetzt merken, dass ich das nicht raushaue. Weil sonst haben wir ein Problem mit ohne Zahn, weil der kostet ja doch schon 400 Millionen, ist ja schon ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, wie viel dann an Eisen kostet danach, das werden wir dann sehen. Ich hoffe, es ist nicht allzu viel, weil sonst wird es blöd, aber es wird schon irgendwie klappen. So, dann können wir hier einmal einsammeln. Hier auch nochmal. Haben wir nochmal ein paar Runen. Und hier hinten nochmal davon. Da müssen wir auch gleich mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich. Was? Ach so, ja, ja. Nee, stimmt. Alles richtig. Wir haben uns ja das Kostüm gekauft. Das habe ich gerade ganz vergessen. So, und jetzt heißt es zurück, einmal einsammeln, sehr schön, damit haben wir auch die Aufgabe fertig mit dem Beschleunigen, kannst wieder los, sammeln wir hier einmal ein, 50 Stück, sehr gut, und dann gehen wir nochmal hier im Spießrundlauf gucken, 2 Stunden haben wir noch, einen Kampf müssen wir noch schaffen, 5 Leben, das normale Team, mit dem man gut durchkommt eigentlich, beziehungsweise mit dem wir eigentlich gut durchkommen, ja, ich würde sagen, Aktionspunkteboost, wenn es sein muss, wird Claire rausgehauen. Und dann sollten wir es eigentlich auch schaffen. Außer wenn sie in der falschen Reihenfolge sind, dann natürlich nicht. Schauen wir mal. So. Gehen wir erstmal auf den Donnertrommler. Es ist halt auch blöd, dass wir immer in der falschen Reihenfolge sind. Immer ist es das Gleiche. Du bist jetzt wieder weg, ne? Du überlebst das natürlich nicht, weil du jetzt wieder angreifst. Na klar. Och man, geht doch mal auf jemand anders. Mann, gut, kann ich gleich beenden.
Mann, 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 nicht so nice. Na gut, dann gehen wir einmal zu ohne Zahn, der ist nämlich auch wieder back. Hat uns ein Ei mitgebracht, das braucht man natürlich nicht. Das kann gleich wieder freigelassen werden, genau. Kannst du eigentlich nochmal suchen gehen. Einmal wieder gratis, dann gehen wir hier rüber. Können sie aber noch nicht beschleunigen, das ist ein bisschen, naja. Gut. Ich hoffe einfach mal, ich will jetzt eigentlich keine Items einsetzen. Ich will aber die 500 Stück eigentlich mitnehmen. Obwohl, vielleicht brauchen wir es, ich weiß es nicht. Müsste man mal nachrechnen, ob man es überhaupt braucht. Weil ich meine, es ist halt so, dass wir es eigentlich nie wirklich brauchen. Weil ich meine, wir müssen ja jetzt nicht hier den legendären Drachen kaufen, Premium Drachen kaufen. Sondern wir müssen ja nur nochmal einmal Gräfner Gründling oder Grünling und dann halt. Der Rest ist ja, wie wir wollen, frei. Ich meine, könnte Digger Schnuff oder wie er heißt mitnehmen. Aber sonst ist es ja eigentlich für uns so jetzt frei. Ich würde sagen, wir schläfern jetzt einfach ein, sonst wird das hier so ein Krampf. Gut, schwierig. Damit sind alle wieder wach. Was gar nicht nice ist. Wir kommen auf drei Aktionspunkte. Ich hoffe einfach, wir haben bis dahin keine Schwäche auf dem Kollegen. Das wäre nämlich sehr, sehr schlecht. Aber das werden wir sehen. Na, nee, auf dem Kollegen, wo wir es brauchen. Sehr gut. Haben wir auch nicht. Das passt sehr gut. Können wir einmal normal angreifen. Damit ist der schon fast. Gut, das nervt. Jetzt kommst du wieder früher dran. Wir müssen uns wieder heilen. Nein! Nein, 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 tu's nicht, tu's nicht. Nicht. Ach, Mann, Mann, Mann. Gut, machen wir es einmal so. Es ist einfach ein Krampf gegen die. Und er kommt doppelt dran. Na, danke für nichts. Klar, hau Schwäche auf den, logisch. Mann, das wird nix. Und nochmal Schwäche. Nee, gut, diesmal ne. Mach doch nicht so viel Schaden an dem. Lass ihn. Na gut, müssen wir. Ey, es ist einfach nicht normal. Ja, letzte Welle. Wie sollen wir denn hier durchkommen? Wir kommen in unsere Taktik einfach nicht rein. Wenn wir diese so haben, wie sie jetzt sind. Na klar, wir können jetzt einschläfern. Aber jetzt müsste ich sie wieder aufwecken. Ich könnte natürlich auch sagen, ich mache das jetzt mal so. Wir machen das jetzt auch mal so hier. Das Problem ist, ich würde sie wieder aufwecken. Ey, ganz ehrlich, das ist mir einfach egal gerade. Das, die Frage, kommt Schmadder zeitiger dran oder? Nee, Schmadder ist weg, sehr gut. Oh, ich dachte schon, der überlebt es knapp, aber nee. So, damit kommen wir nochmal auf die Fünfer und damit ist der nächste auch weg. Und jetzt nur noch der, das wird ja womöglich sein. Komm schon. Ich meine, ich heile immer ein Stückchen, auch wenn es nicht allzu viel ist und ich kann mich gleich nochmal richtig heilen. Krieg dazu noch ein bisschen Schild dazu, aber du kannst dich natürlich auch heilen, danke. For nothing. For nothing, so. Gehen wir halt normal auf den. Heilen wir uns weniger, ist natürlich ein bisschen blöd. Wir kommen auf unsere Fünfer und damit schläfern wir ihn ein. Ich hoffe einfach mal, er heilt sich jetzt nicht. Nicht wolltest, du wolltest dich nicht heilen, genau so. Und damit sollst du weg sein. Sehr, sehr schön. Es hat endlich mal richtig geklappt. Nice. So, wir haben ein schönes Glücksrad. Das nehmen wir natürlich auch gleich mit. Wir bekommen Holz. Haben wir eigentlich genug? Aber vielleicht kriegen wir ja nochmal irgendwie einen Eisensammler. Dann bekommen wir jetzt die 500 Fahnen. Die nehmen wir auch gleich mit. Die sind ja ganz gut. Kann man immer gebrauchen. So. Dann ist uninteressant. Back from the Future, der kann wieder los. Beziehungsweise müssen wir eigentlich mal gucken, wie lange seid ihr noch? Ah, gut, Nummer 1 kann schon mal ins Training. Nope, du gehst nicht nochmal. Sondern jetzt geht der Kollege hier in 4 Stunden. Und dann in 3 Minuten ungefähr kannst du, das heißt, du kannst auf jeden Fall nochmal los. Ich meine, selbst wenn, man kann es ja eh gerade beschleunigen bei der Suche. So, dann haben wir hier den nächsten Spießrundenlauf und da können wir natürlich noch nicht mitmachen. Schade. Gut, ich würde sagen, wir können dann erstmal ohne Zahn zurückholen. Und
würde ich sagen, wir machen Verteidige Berg mal mit ohne Zahn. Haben wir nämlich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. So, nehmen wir ohne Zahn diesmal mit. Jetzt haben wir ihn endlich mal hier. Dann nehmen wir dich noch mit. Und Leckermäulchen. 15 Millionen ist eigentlich relativ billig dafür, dass wir schon so viel lagern können. Und dann gehen wir mal schauen. Also, shit, ich hätte noch einen einpacken können. Hier ist es ja noch nicht ganz so einfach wie auf meinem Main-Account. Ich bin aber auch ein Blödi. Wieso packe ich die nicht gleich richtig alle ein? Ne, weil auf meinem Main-Account brauche ich halt meistens nur, keine Ahnung, drei Drachen, wenn überhaupt. Deswegen habe ich mich schon daran gewöhnt, einfach nicht mehr so viele einzupacken, weil sonst kann ich nicht so viele Kämpfe an jedem Tag machen. Hier ist das natürlich was anderes, weil hier brauche ich mehr. Aber ich meine, Unitan macht ja trotzdem sehr guten Schaden, deswegen reicht's vielleicht trotzdem. Das werden wir sehen, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich meine, Unitan macht halt wirklich guten Schaden. War doch ganz sinnvoll, ihn mitzunehmen, also hätte ich schon mal eher machen können, aber gut. Ja, hätte man tun können, passt ja aber so auch. Ich meine, wir haben ja jetzt auf jeden Fall gleich gewonnen, kriegen jetzt zwar leider nur zwei Schlüssel diesmal. Aber es lief trotzdem besser, als ich dachte. Deswegen ist das ja ganz schön. So, und damit ist es das auch schon gewesen. Sehr, sehr schön. Es war gar nicht mal, ja, also es war schon relativ knapp. Es hätten noch drei Schlüssel werden können, hätte ich die besser gesetzt. Aber naja, gut. Nehmen wir die auf jeden Fall mit. Und los geht's. Wir nehmen die und die Kiste. Sind ja leider nicht die Sachen drin, die wir wollten. Aber das ist auch egal. Haben auf jeden Fall den Drachen besiegt. Beziehungsweise die Flotte. Alpha Schatten ist auch zurück. Kann nochmal hochgefüttert werden. Ist jetzt Level 6. Ist sogar schon so. Dafür, dass er erst Level 6 ist, ist er relativ groß. Ne? Also, ich weiß nicht. Ja, irgendwie sehr groß. Gut, dann gehst du jetzt einen Tag. Und dann bist du schon Level 80 ohne Zahn. Das ist auch sehr schön. Endlich mal Level 80. So, wen haben wir denn noch nicht eingesammelt? Dich haben wir schon. Sehr gut, dann haben wir jetzt alle eingesammelt. Sehr schön. Wie sieht es denn beim Bernstein aus? Da können wir auch wieder losschicken. 62 haben wir jetzt, das 63. wird gesucht. Auch sehr gut. Und dann gucken wir uns doch mal hier beim Raufen an, wie es denn hier aussieht. Ob wir hier auch mal wieder was machen können. Oder wie es hier einfach mal aussehen wird. Ich meine, wir haben jetzt schon eine ganze Weile eigentlich nicht mehr gerauft. Sind jetzt aber schon Arena 6, einfach nur durch den einen Livestream, wo wir die letzten Pokale gepusht haben. Machen wir heute einfach mal weiter. Wir gehen erstmal auf den Sturmschneid. Gucken auch, dass wir mit der Zweierattacke vom Dreifachstachel draufgehen, damit er weniger Leben hat. Dann können wir mit der Zweierattacke vom Hoffersons Fluch den Rest mitgeben. Beziehungsweise nochmal extra Schwäche mitgeben. So. Da holen wir uns den jetzt. Das ist nicht ganz so schön, aber ist egal. Ist nämlich zu spät gekommen. So, damit ist nämlich Nummer 1 schon weg. Jetzt gehen wir auf Kotz und Wirk. Und ja, gut. Nicht so geplant. Erst recht nicht so geplant. Hier geben wir nochmal Schwäche mit. So. Wie sieht es denn jetzt aus? Wieso haben wir eigentlich diese Schwäche auf unserem Drachen hier auf dem Dreifachstachel? Die war nicht so schön. Aber egal, dafür können wir jetzt mit der 5er hier raushauen. Das macht natürlich ordentlichen Schaden. Sind auch langsamer, wobei das jetzt gerade nicht wirklich auffällt. So, dann holen wir uns erstmal den Kollegen. Und hier holen wir uns noch den. Und damit haben wir schon gewonnen. Das sind wieder schöne 33 Trophäen. Ich meine 14.033, also 14.018, jetzt haben wir 14.051, ist schon ganz nice. Und da gehen wir gleich in den nächsten Kampf. Ich meine, da haben wir, ich glaube, die Aufgabe auch gleich noch fertig, oder? Haben wir die heute überhaupt? Ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgeguckt. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Wir gehen erstmal in den Kampf, haben jetzt als Gegner eigentlich relativ leichte. Oder? Naja, die Attacke von dem wird eh nie eingesetzt. Da können wir eigentlich auf die 5er gehen. Wobei, wir kommen auf gar keine 5er gerade. Gut, gehen wir auf die 3er vom Skrill. Die sollte erstmal ausreichen. Einmal so, einmal so und dann einmal so. Und damit ist der weg. Dann holen wir uns jetzt Hakenzahn. Genauso machen wir das, ja.
Erstmal fliegt Hakenzahn raus. So. Du bist auch weg. Sehr schön. Und damit ist nur noch Fleischklops. Fleischklops holt jetzt unseren Hoffersons Fluch. Genau. Okay, hat er aber nicht geschafft. Oder hat sie nicht geschafft. Sehr schön. Einmal Schwäche, einmal verbieten. Zur Hälfte weg. Sehr gut. Jetzt wird unser Hoffersons Fluch weg sein. Genau. Da geben wir hier nochmal Schwäche mit und hauen hier nochmal die Dreier rein. Und dann haben wir schon gewonnen. Und wieder schöne 33 Trophäen. Hier haben wir auch nochmal von der neuen Insel, Leute. Das sind ja auch solche. Gut, da hat sich das Spiel gerade mal wieder verabschiedet. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass da waren auch solche, ja, Sechsecke zu sehen, wie es hier auf der Insel sind. Es ist auf der neuen Insel. Auf meinem Hauptaccount habe ich sie jetzt komplett, für alle, die es jetzt nochmal wissen möchten, habe ich jetzt die letzte auch noch geschafft, die oberste Stufe für 2000 Runen. Habe ich nämlich zusammenbekommen durch ein Spießrundlaufpaket. Und hier, wie war es jetzt hier noch? Haben wir jetzt dazu? Nein, haben wir nicht. Das ist natürlich blöd. Aber ich würde auch sagen, das wäre es für heute gewesen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt am Ende leider nochmal abgestürzt ist. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao, ciao!